digitalen Möglichkeiten, diese digitale Revolution wird unser Land verändern. Wir dürfen uns nicht die Frage stellen, ob wir sie wirklich annehmen, sondern sie wird auf uns zukommen, ob wir wollen oder nicht. Unsere Herausforderung besteht darin, diese digitale Revolution als Chance für Baden-Württemberg zu begreifen. Ich will, dass Baden-Württemberg Leitregion dieser digitalen Entwicklung in Europa wird. Aber das passiert nicht von selbst, das passiert nicht durch einen gemächlichen Aufbruch, wie ihn Grün-Rot verkörpert, sondern da ist eine richtige Digitalisierungsoffensive gefragt. Nach meinem Verständnis am besten über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir besonders stark sein. Ich biete das der Landesregierung unverändert an. Wir müssen zunächst einmal diese digitalen Möglichkeiten an alle Menschen im Land herantragen. Und deshalb steht die CDU-Landtagsfraktion für eine Digitalisierungsoffensive in den nächsten Haushaltsjahren, die 500 Millionen Euro bereitstellt, um Glasfaser ins ganze Land zu bringen. Das wird Mittel im Bereich der Wirtschaft freistellen. Das wird Mittel von der Europäischen Union und seitens der Bundesregierung ermöglichen. Ein gemeinsamer Kraftakt über viele politischen Ebenen hinweg. Das braucht Baden-Württemberg. Mir geht es um Exzellenz bei der digitalen Offensive. Die Bandbreite unserer Hochschulen bietet alle Möglichkeiten, ein Kompetenzzentrum digitale Entwicklung in Baden-Württemberg zu etablieren. Mir geht es um Bündelung der Interessen. Baden-Württemberg ist das Wirtschaftsland mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Auch sie sollen an den digitalen Möglichkeiten partizipieren. Das muss aus der Landesregierung heraus ermöglicht und befördert werden. Mir geht es um Zugang der digitalen Chancen für alle. Und da spielt die Bildung eine herausragende Rolle. Jetzt den Informatikunterricht in den Bildungsplänen zu schwächen, das ist allenfalls ein schlechter Scherz und das völlig falsche Signal. Wir brauchen mehr digitale Bildung und Informatik in unseren Schulen. Und das Vierte, was mir wichtig ist, das ist der Blick auf Werte und Normen. Natürlich verbinden viele Menschen Digitalisierung auch mit Fragen der Sicherheit, mit Fragen des Datenschutzes. Diesen Fragen müssen wir uns stellen und deshalb schlage ich eine Denkfabrik, ein vernetztes Zusammenwirken unserer vielfältigen Hochschullandschaft genau zur Bewältigung dieser Fragen, die sich mit Werten und Normen befassen vor. Digitale Chance für Baden-Württemberg. Lust auf Zukunft mit diesen digitalen Möglichkeiten. Das muss unser Markenzeichen und Profil in Baden-Württemberg sein.